Ich beginne damit, die Wolle auf meine PVC-Schablone aufzulegen. Diese Schablone aus PVC-Teppichboden ist ungefähr auf jeder Seite 1 cm bis 2 cm größer, als meine Handyhülle am Schluss werden soll. Ich habe da als Vorlage einfach meine alte Handyhülle hergenommen und damit dann die Schablone angefertigt. Du siehst jetzt auch hier beim Wollelegen, man legt viele Schichten der Wolle. Und es geht auch immer über diese PVC-Schablone drüber hinaus, weil die Wolle ja später beim Filzen und beim Walken noch schrumpft. Für innen lege ich schwarze Wolle, weil die einfach unempfindlicher ist gegen Schmutz. Und die kommt auch noch drauf, damit das Ganze schön dick und stabil wird. Auf die zweite Seite lege ich dann ein anderes Muster. Weil wenn ich schon mal dabei bin, mache ich gleich zwei Handytaschen. Du musst wirklich sehr viele Schichten legen, ich würde mal so sagen ungefähr 10 Schichten, weil die Wolle dann später beim Filzen richtig zusammenschrumpft und obwohl du dachtest, das ist dann total dick, wird das teilweise richtig dünn an manchen Stellen. Also deshalb lieber viel Wolle verwenden, damit du dann später auch Freude an deinem Gegenstand hast. Jetzt nehme ich die eine Seite herunter und beginne dann die erste Seite zu filzen. So, jetzt kann ich damit anfangen, meine erste Handytasche anzufeuchten. Dazu habe ich jetzt einfach in eine Plastikflasche ein paar Löcher in den Deckel reingemacht und da warme Seifenlauge eingefüllt. Du klappst den Rand um diese Schablone um. Wichtig ist hierbei, dass du darauf achtest, dass sich keine zu dicken Stellen bilden und immer wieder anfeuchten und vorsichtig umklappen. Dann legst du die zweite Wollschicht darüber und feuchtest auch diese an. Ich habe meine Hände auch nochmal mit Seife eingerieben, damit sie besser über die Wolle drüber rutschen. Auch hier klappst du den Rand wieder um. Achte wie gesagt darauf, dass sich keine zu dicken Stellen ergeben und immer wieder anfeuchten, dann lässt sich die Wolle besser anlegen. Jetzt habe ich gemerkt, dass da die Stelle noch etwas dünn ist, deswegen lege ich hier noch etwas Wolle auf. So, jetzt das Ganze wieder anfeuchten mit warmer Seifenlauge, die Hände schön einseifen und dann vorsichtig das Ganze andrücken. Also am Anfang musst du wirklich sehr, sehr vorsichtig beginnen. Da hilft dir jetzt auch die Noppenfolie dabei. Die Noppen zeigen nach innen zum Filzstück hin und du kannst dann schon mit vorsichtigen Bewegungen anfangen, deine Wolle zu verfilzen. Immer wieder mit warmer Seifenlauge anfeuchten und vorsichtig weiterfilzen. Natürlich von beiden Seiten das Ganze immer wieder umdrehen und dann merkst du schon, wie die Wolle anfängt zu verfilzen. Kannst du auch schon mal mit den Händen alleine filzen und dann wieder mit der Folie. Da musst du viel nach Gefühl arbeiten.
So, jetzt kümmern wir uns mal im Besonderen um den Rand. Der wird jetzt mit warmer Seifenlauge angefeuchtet und dann explizit wird der Rand gefilzt. Dazu einfach mit der Handfläche immer wieder über den Rand drüber fahren und über die Ecken, damit auch diese ganz gut verfilzt werden. So, zwischendurch musst du immer mal wieder die kalte Seifenlauge ausdrücken, denn natürlich kühlt diese mit der Zeit ab und das Ganze verfilzt dann nicht mehr so gut. Da ist es ganz praktisch, wenn du an einem Waschbecken arbeitest und dann einfach wieder warme Seifenlauge draufgeben und weiter filzen. So, jetzt schaue ich mir schon mal ein bisschen mit den Fingern den Rand an, wie der schon verfilzt ist. Du merkst dann auch, wie sich das Ganze immer fester um deine PVC-Schablone drumherum legt. Und wenn du das Gefühl hast, dass der Filz schon ziemlich stabil ist und gut verfilzt ist, kannst du dann auch auf dem Riffelblech filzen. Solltest du nicht die Möglichkeit haben, gibt es auch Automatten, einfach diese Fußmatten, auf denen du filzen kannst. Und da jetzt auch wieder den Rand ganz gut bearbeiten und verfilzen, dass der richtig stabil wird. Und da kannst du jetzt auch schon mit mehr Kraft ans Werk gehen. Nachdem du jetzt sehr lange und intensiv gefilzt hast und dein Filzstück schon sehr stabil geworden ist, kannst du es aufschneiden. Du siehst hier, das ist etwas mühsam, weil natürlich die Wollschichten sehr dick und sehr fest sind. Da musst du sehr langsam und sehr behutsam vorgehen. Würdest du jetzt eine Tasche machen, hätte man jetzt bloß oben die Öffnung aufgeschnitten, aber dadurch, dass ich zwei Handytaschen machen will, muss ich das Ganze komplett rundherum einmal aufschneiden. So, hier sieht man dann schon die schönen bunten Seiten, wie sie ausschauen. Hier siehst du mal die Originalgröße dann von meiner alten Handyhülle. Also das Ganze muss noch ganz schön gefilzt werden und dadurch schrumpfen, damit es die richtige Größe hat. Das mache ich jetzt weiter auf dem Riffelblech und immer wieder mit warmer Seifenlauge. Wichtig dabei ist, dass du das Filzstück immer wieder drehst und einmal waagrecht und einmal senkrecht filzt. So, jetzt können wir das Ganze walken. Dazu verwende ich eine Bastmatte. Das ist so ein Tischset. Das eignet sich dafür sehr gut. Wichtig ist hierbei, dass du deine Vorlage immer wieder auflegst und auch in beide Richtungen walkst, also wieder waagrecht und senkrecht, damit sich die Größe gleichmäßig verändert. Vorlage wieder auflegen und vergleichen, weil beim Walken besteht die Gefahr, dadurch, dass das Ganze schnell schrumpft, dass es dir zu klein wird. Und dann wieder groß filzen geht ja nicht, es geht immer bloß kleiner. Da brauchst du jetzt keine Seife mehr beim Walken, da reicht dir warmes Wasser. Und du kannst hier richtig mit starkem Druck arbeiten. Man sieht jetzt schon, wie mein Filzstück immer weiter schrumpft. Jetzt bearbeite ich die Ecken nochmal ganz besonders. Damit das Ganze auch eine schöne Form bekommt. Immer wieder die Vorlage auflegen. So, jetzt wird das Ganze ausgerungen und auf einem Handtuch wird weiter gewalkt. Auch wieder einfach in das Handtuch einwickeln und mit Druck rollen. Auch hier immer wieder die Schablone auflegen, dass es dir ja nicht zu klein wird. Und wieder waagrecht und senkrecht walken.
Hier kann man jetzt nochmal schön sehen, wie das Filzstück geschrumpft ist, im Gegensatz zu dem, wie groß es am Anfang war. Das sind jetzt hier meine zwei Handytaschen. Da schaue ich nochmal, ob die schön um mein Handy rundherum passen und tue sie am Schluss in ein Essigbad rein. Das ist einfach kaltes Wasser und Essigessenz. Und dann musst du es danach nochmal mit klarem Wasser auswaschen, damit das Ganze jetzt besser trocknet. Lege ich das auf ein Handtuch und ziehe nochmal schön das Filzstück zurecht, damit die Kanten schön gerade sind. Und lege es jetzt auch zusammengeklappt zum Trocknen, weil dann hat es gleich die richtige Form später für die Handytasche. So, hier siehst du jetzt die fertige Handytasche. Auf der Rückseite mit der Aussparung für die Kamera und den Blitz. Auf der Vorderseite mit einem Verschluss in Form eines Gummis und eines Knopfes. Innen drin habe ich auch nochmal ein Gummiband befestigt zum Halten von Notizen, damit das Handy gut und stabil an dem Ganzen befestigt ist, habe ich innen drin so ein gekauftes Case reingeklebt. Genau, das ist jetzt Variante Nummer 1. Hier kommt Variante 2. Auch auf der Rückseite wieder mit der Aussparung. Und das Ganze wird jetzt mit einem Magnetverschluss zugemacht. Den habe ich einfach von der alten Handyhülle rausgenommen. Innen drin wieder mit dem Gummiband für Notizen und das reingeklebte Case, damit das Ganze stabil hält. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Selbermachen.